Wir beschäftigen uns immer noch mit der letzten Seligpreisung. Jesus sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Während Chinas Boxeraufstand von 1900 eroberten Aufständische eine Missionsstation. Sie blockierten alle Tore außer einem und vor diesem Tor platzierten sie ein Kreuz flach auf dem Boden. Dann wurde den eingeschlossenen Mitarbeitern mitgeteilt, dass jeder, der das Kreuz mit Füßen treten würde, seine Freiheit und sein Leben erhalten wird. Aber jeder, der das ablehnt, der würde erschossen werden. Nun, furchtbar eingeschüchtert, trampelten die ersten 7 Studenten über das Kreuz und sie durften in die Freiheit gehen. Aber der 8. Student, ein junges Mädchen, sie weigerte sich, diese Tat zu begehen. Sie kniete neben dem Kreuz und bat um Kraft, stand auf, ging vorsichtig um das Kreuz herum und ging hinaus, um sich von dem Erschießungskommando töten zu lassen. Durch dieses Beispiel gestärkt, folgte jeder der verbleibenden 92 Studenten ihr zum Erschießungskommando. Nichts ist so stark, so überzeugend, so ansteckend und so schön wie das Vorbild der um Jesu willen Verfolgten. Das Vorbild der christlichen Märtyrer, die aus Liebe zu Christus ihr Leben opfern. Ja, es ist schon ein erstaunliches Phänomen, wenn ein Nikolai Petrovich Chrapow, der 29 Jahre seines Lebens in Straflagern in der Sowjetunion verbracht hat, sein Vermächtnis in einem dreibändigen Werk schreibt unter dem Titel »Das Glück des verlorenen Lebens«. Damit bestätigt er die Seligpreisung unseres Herrn. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Paulus kann auch von diesem erstaunlichen Phänomen aus seinem eigenen Leben und aus seiner Erfahrung berichten. Den Korinthern sagt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 11, bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf alle Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nun, Paulus hätte darüber viele Bücher schreiben können. Er erwähnt seine Verfolgungsabenteuer nur kurz. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 24, sagt er, von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe, weniger einen, bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf offenem Meer. Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, doch wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und doch sind wir nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und doch kommen wir nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzunehmen. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Jesus sagt, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Timotheus war etwas ängstlich
und möglicherweise leidensscheu. Und Paulus ermutigt seinen jungen Mitarbeiter, Leiden nicht zu scheuen, denn sie sind der Normalzustand für einen Christen. Und auch wir können von Paulus und von Timotheus lernen. Im 2. Timotheus Brief Kapitel 3 ab Vers 10 ermutigt Paulus seinen jungen Mitarbeiter und sagt, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia und Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.